Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous Horizons. Uwe fliegt gerade todesmütig auf Ja. uns zu und möchte uns rammen. Guten Tag. Auf uns? Fliege ich auf mich auch zu, oder? Ja, du fliegst gleichzeitig auf dich Oder zu auf und auch dich auf und deine mich. zweite Persönlichkeit? Ja, genau. Das ist korrekt. Oder auf mich und mein Schiff, könnte man auch sagen. Ja, ja. Aber vielleicht ist die Idee mit der zweiten Persönlichkeit doch gar nicht so schlecht. Ja, und ja, der Scout. Achso, man sieht übrigens, wir sind immer noch im Kampfbereich. Im Achso, ah, Militärschlag. ja, das ist richtig. Ist kein Aber Kampfbereich, ist direkt ein Militärschlag. ein Militärschlag. Ja, da muss man differenzieren. Ich weiß zwar nicht genau, wo der Unterschied ist. Wahrscheinlich der einzige, also der Der einzige Name. Unterschied. Ja, der Name wahrscheinlich. Oder dass Huch, man, keine Ahnung. du hast mich gerammt. Ja, gut, wir waren jetzt auch beide so ungefähr 20 Meter von diesem komischen Gegnerschiff entfernt, was zufälligerweise den gleichen Typ hat wie unser Schiff, aber Dieses komische unseres ist Gegnerschiff, natürlich das nicht sich da komisch. Vulture nennt. Ja, richtig. Noch nie gesehen. Merkwürdige Teile, Ne, diese noch nie Dinger. gesehen. Das ist selten und total billig Innovativ. trotzdem, aber das ist Was ganz Neues. eine von ungefähr 30.000, die hier rumfliegen. Oh, ne, guck mal, MK3. Na, ich hätte noch sonst noch eine Vulture, aber dann nehmen wir lieber die MK3. So, da ist sie. Ach ja, hat er sogar nicht mal mehr Schilde. Ja. Hatte sie von Anfang an nicht. Die hat einfach keine. Die kam schon ohne Schilde auf die Welt, ja. Ja. Genau. Schildgenerator gegen Cargo Bay eingetauscht. Die wurde schon ohne produziert. Rakete im Anflug, aha. Wer schießt denn da auf mich? Ich bin's nicht. Hoffe ich. Was? Wie kannst du es wagen? Wobei ich sagen muss, dass die zielsuchenden Raketen irgendwie nur sehr, sehr wenig oder fast gar nicht von den NPCs verwendet werden, weil bisher war es meistens so, Rakete im Anflug heißt Rakete, die vorbeifliegt. Ja gut, oder Rakete im Anflug heißt Rakete, die gerade vom Raketenabwehrsystem abgeschossen wird. Naja, ich glaube, du siehst das gar, also ich glaube, du kriegst die Meldung gar nicht, wenn du eine Punktverteidigung hast, aber ich habe ja gar keine Punktverteidigung mehr, schon seit Ach so. geraumer Zeit. Was schießen wir jetzt? Da ist noch eine Viper MK4. Ich weiß nicht, wir schießen da doch gerade auf die MK4. Respektive ich habe gerade darauf geschossen Also und ich du schieße hattest jetzt. das Ding auch Oh. im Fokus. Ja, ich hatte alles Mögliche im Fokus. Ja, das ist gut. Man muss immer wissen, was um sich herum vorgeht. Die MK4 fängt schon so ein bisschen an zu kokeln. Ich Kommt hätte schon gern Flammen raus. so einen Rundumblick. Ich glaube, so eine VR-Brille wäre richtig was für dich. Ja, ich glaube auch, vor allem mit diesem Spiel. Das wäre der Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr aufhören zu spielen. Und weggerammt. Wenn die Dinger jetzt nicht so teuer wären, wäre das super. Ja, aber ich habe keine 800 Euro übrig. Ach nicht? Ich war bei Nee. 800. Ah nee, stimmt, ja, stimmt, die Oculus war so teuer. Ich habe gerade überlegt, aber die Vive war auch relativ teuer. Ja, die war, glaube ich, genauso. Und das Einzige, Ja, was ich glaube. günstiger war, war dieses Teil von Sony, aber das war ja nur für die PlayStation, oder nicht? Keine Ahnung. Also es gab auch was von Sony, ja. Das hat, glaube ich, nur die Hälfte gekostet. 400 oder sowas. Ja, aber dafür hast du dann, ich glaube, da musstest du die Kamera oder so noch extra kaufen oder das ist sonst Ah, Spaß. ich weiß es auch nicht genau. Und zwar, wir sind, und die billiger heißt in dem Fall auch dann schlechter, so von der Auflösung her und Ja, Gedöns. ja. So, wenn ich mich so frage, wie das so auf einer PlayStation mit VR funktionieren soll, wenn die meisten ziemlich leistungsstarken Rechner Ja, das nicht auf das die Reihe ist kriegen. ganz klar mit 10 FPS. Ja, so ungefähr. Und dann kommen dann die Console-Peasants und sagen dann, ja, 30 FPS, mehr sieht das Auge sowieso nicht. Genau. Weil die Wiederholrate vom Auge oder die Refresh-Rate vom Auge ist natürlich 30 FPS. Weil Wer man kennt es merkt auch nicht? absolut keinen Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Nein, nein, das ist quasi Das gleich. Gleiche, ja. Ja, das ist dann. War hier nicht gerade noch irgendwas Rotes da? Irgendwie ist gerade nichts hier, was mich anlacht. Na komm, die Walcher hat fast keine Schilde mehr. Oh wow. Ergo, wir hauen jetzt auf. Na toll! Kaum hast du das gesagt, waren die Doppelwerfer draußen. Wir kämpfen vermutlich schon wieder gegen unterschiedliche Walchers. Ich wollte gerade sagen, komm. So viel Walcher, das kann es jetzt nicht in unserer Umgebung geben.
Scheinbar doch. Du schießt tatsächlich auf eine andere. Was ist los? Die hatte auch fast keine Schilde mehr. Ja, komm, dann hau ich da jetzt mit drauf und dann ist gut. Aber sie haben ja, also ich hatte vor kurzem einen Test diesen ganzen VR-Brillen gelesen und da wurde auch Elite Dangerous tatsächlich explizit getestet. Und ja, selbst wenn du jetzt eine GTX 980 Ti, also so schon das schnellste, was Nvidia gerade im halbwegs bezahlbaren Bereich anbietet, selbst wenn du sowas hast, das reicht immer noch nicht. Also eine 980 ist schon, und Ti ist schon teuer. Ja, die, also, ja gut, danach kommt eigentlich nur noch die Titan. Und die ist quasi unbezahlbar. Und die ist quasi dann unbezahlbar. Das ist dann die Grenze fürs Unbezahlbarsein. Vor allem, die bringt ja jetzt fürs Zocken nicht mehr viel, weil die... Naja, die bringt nur noch irgendwie so 1-2% ja, mehr vielleicht. Naja, die ist halt, die hat halt eine hohe Dual-Precision-Leistung und die braucht man eigentlich nicht beim Zocken. Dafür, und extrem viel Videospeicher. Ja, gut, das auch noch. Aber, keine Ahnung. Hallo? Ist jetzt nicht so, dass... Da? Denn... Ja, der Düppelwerfer düppelt gerade. Der Düppelwerfer düppelt ganz schön lange. Aber es fand ich dann lustig, irgendwie so, ja, in keiner der getesteten Konfigurationen lief Elite Dangerous zufriedenstellend flüssig auf höchster Detailstufe. Ich so, ja, das wäre geil. Ja gut, höchste Detailstufe spiele ich jetzt auch nicht. Trotzdem sieht es einigermaßen in Ordnung aus. Also ich würde mich jetzt nicht beschweren. Ja, aber du musst halt noch sehen, was für eine Auflösung berechnet wird bei VR, ne? Ja. Ist ja doch noch mal ein bisschen mehr, als dass du es jetzt so hast. Aber höchste, also Auflösung bedeutet ja nicht automatisch höchste Detailstufe. Das ist richtig. Aber höchste Detailstufe und, oder beziehungsweise höhere Auflösung heißt natürlich auch mehr Rechenaufwand. Ja, das ist klar. Und mehr, bevorzugt mehr Videospeicher, wenn denn vorhanden, hardwareseitig. Aber ich glaube, diese Grafikkarten der aktuellen Generation waren für sowas auch noch nicht ausgelegt. Ja, die sind auch für 4K-Gaming noch nicht so richtig ausgelegt. Nee, das kann man vergessen. Das ist halt, und ich glaube, das ist einfach dann das Problem dabei. Da muss weil man wahrscheinlich nachdem, noch so ein, zwei Generationen warten. Weil die, je nachdem, welche, welches Gerät man genau nimmt, hat man, glaube ich, ja auch dann schon entweder insgesamt 2K oder 2K pro Auge. Also das heißt pro Display-Hälfte quasi. Nee, ich glaube, das muss ja dann auch erstmal mit der Grafikkarte beschäftigen, ja. Ja. Also. Ich glaube, als 2K pro Auge sind die nicht. Also ich glaube nicht, dass sie insgesamt ein 4K-Display haben. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber das heißt, ja, keine Ahnung. Das wäre quasi gar nicht mehr zu berechnen mit aktuellen Grafikkarten. Da braucht man ja schon 5 Titanen oder sowas. Ja, wobei, ich meine, wenn du dann 2 Bildschirmhälften hast quasi, dann hättest du endlich mal wieder einen richtigen Vorteil dadurch, dass du Crossfire oder SLI verwendest. Falls das so unterstützt wird, wie du dir das gerade vorstellst. Ja, weil dann könnte halt eine Grafikkarte die eine Bildhälfte und die andere Grafikkarte die andere Bildhälfte dann beschicken, könnte man sagen. Klingt in der Theorie gut, aber ich glaube, in der Praxis funktioniert das so nicht. Naja, wenn du zwar unterschiedliche Displays einbaust, dass es nicht ein einziges Display ist, wird es ja, wahrscheinlich komm, gehen. Jetzt aber. Sollen wir dann auch noch 2 HDMI-Kabel dranhängen, oder? Da kann man seinen Kopf nicht mehr bewegen, weil man sich sonst selbst erwürgt, oder? So HDMI over Wireless wäre doch schön. Ja, bestimmt. Wobei, ich weiß gar nicht, was für eine Datenrate HDMI aktuell hat. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, für 4K reicht's nicht. Doch, bei HDMI 2 aber erst. Ja, gut. Sonst kriegst du bei 4K, glaube ich, nur 30 Frames hin mit HDMI 1.4, also das, was meistens noch verwendet wurde. Oder oft und lange noch verwendet wurde. Und weil HDMI 2 ist ja erst relativ neu. Ja. Man könnte natürlich einfach DisplayPort nehmen, der kann das auch so schon, aber... Ich verstehe sowieso nicht, warum man da 2 Standards braucht. Ich habe auch nicht verstanden, warum Microsoft da seine komische HD-DVD gegen Blu-ray positionieren musste. Ich hatte halt die Hoffnung auf viele, viele Milliarden Erlöse und dann so, ja. Nee. Da müssen wir gucken, was sich hinterher durchsetzt. Ja gut, aber bei HDMI und DisplayPort hat sie ja bisher noch nichts von beidem wirklich durchgesetzt. Ja, also irgendwie haben die meisten Grafikkarten dann doch wieder beides. Ja, eben. Also, keine Ahnung.
Wobei ich sagen muss, dass es mich schon ein bisschen erstaunt hat, wie lange sich DVI gehalten hat. Ja, gut, also da kann ich jetzt nicht so. So als Standard oder als Anschluss an Grafikkarten vielmehr. Ja, gut, stimmt. Ich glaube, an meiner aktuellen Grafikkarte habe ich auch noch so einen DVI-Anschluss. Der wird halt nicht gebraucht, aber gut, der hängt halt da. Ja, meine Grafikkarte hat auch zwei, glaube ich. Die ist auch relativ aktuell. Meine, die Grafikkarte in meinem alten Desktop, der von, keine Ahnung, 2003 war, der hatte sowohl VGA als auch DVI, glaube ich, damals. Oh, VGA. Also, oh mein Gott. Es ist halt auch so, Und ich meine, das ist ja, wenn du jetzt eine aktuelle Grafikkarte noch mit der Schnittstelle kriegst, spricht das ja eigentlich entweder für die Schnittstelle oder, keine Ahnung, oder gegen die aktuellen Standards, je nachdem. Vermutlich Letzteres. So kann man es halt auch sehen, ne? Irgendwie ist auf der Karte jetzt ganz schön viel los. Ja, also ein bisschen Kampf ist hier schon angesagt, aber Militärschlag kann man das erwarten. Oder nein, kann man das erhoffen vielmehr? Völlig unmöglich. Boom. Geramst. Geranzt, genau. Geramst. Eingebuttert. Genau. Ich hab's heute nicht so mit Sprechen. Sprechen wird überbewertet. Ich denke ja, lieber. Auch kannst bisschen, du nicht meine Gedanken hören? Jetzt streng dich mal an. Oh, echt, hell. Ja, hast du noch irgendwas, was wir abschießen könnten zur Auswahl? Ja, ich habe gerade irgendwas gerammt. Gut, dann guck ich mal, wo du bist. Oh Mann. Ah, hier, eine Viper im K4. Ah ja, die hat schon gar keine Schilder mehr. Ja, die habe ich schon weggerammt. Welche Überraschung. Dass du auch immer deinen Dickkopf durchsetzen musst. Ja, so bin ich halt. Oder vielmehr deinen Dickschädel. So. Mit dem Kopf durch die Schilder. Direkt durch die Schildwand durch. Genau. Und das warst du. Okay, guten Tag. So, die Viper ist dann auch hin. Guten Tag, Uwab. Hallo. Hab ich gesehen. Ich weiß gar nicht, was? Das ist mir mal ein Rätsel, wie wir es so effizient schaffen, uns so. In einem riesigen Universum oder in einem riesigen Kampfbereich immer präzise gegenseitig wegzurammen. Das ist eine hohe Kunst. Das haben wir trainiert. Das ist eine hohe Kunst, vor allem, wenn man es ohne Absprache macht. Mit Absprache wäre es ja langweilig. Ja, das wäre auch viel zu aufwendig. Ah, noch eine Walze. Ja. Nicht mehr lange. Es waltschert so sehr. Da ist sie auch schon wieder weg. War da hinten noch was? Nein. Nein. Ja, nein, vielleicht. Da wäre noch eine Walcher, ohne Schilde. Ja, nee, muss ja nicht immer eine Walcher sein. Ja, aber die hat nur 40%. Ach so, dann komme ich mal vorbei. Ich meine, es lohnt sich dann vielleicht doch. Das musst du dazu sagen. Ja, ich meine, es muss ja auch spannend sein. Wäre blöd, wenn man direkt wüsste, auf was man schießt, ja. Ich schieße auch immer erstmal, bevor ich irgendwas gesehen habe. Wenn es nachher ein Feind war, dann war es halt ein Kodat. Kein Feind. Wenn es kein Feind war, dann war es halt so. Wenn es kein Feind war, war es halt ein Kollateralschaden. Damit muss man leben. Hast du auf den Scout schon draufgeschossen? Ja. Gut. Du hast mich schon wieder gerammt, glaube ich. Also das kann jetzt gerade, also dass ich jetzt gerade gerammt habe, ist unwahrscheinlich, weil du ja, gefühlt 5 Kilometer von mir entfernt warst. Gerade eben warst du direkt neben mir. Das mag ich sein. Auf der Karte. Ich habe keine Ahnung. Mein Schiff hat sich etwas merkwürdig bewegt und auf der Karte habe ich dich gesehen.
Das reicht eigentlich schon als Beweis. So, so. Schon wieder eine Viper. Ich habe hier noch eine Python mit 30%. Oh. Ach komm, wo ist denn die? Na da. Kilometer? Hast du nicht gesehen? Das ist, ich habe sie gesehen, ja, aber sie war 7 Kilometer entfernt. Exakt da. Irgendwas beschießt mich ja. Von hinten. Was ist das denn schon wieder? Wenn es wieder nur eine MK3 ist. Es ist eine MK4, wow. Oh, nicht, keine MK3. Muss man so sehen. Die Python hat übrigens wieder Schilde. Ich schieße jetzt auf die MK4. Ach, Uwab. Ja, was? Die hat zuerst geschossen. Jetzt wird zurückgeschossen. Gut, dann putzle ich da mal mit drauf. Oh, richtig. 545 wird zurückgelasert, oder wie? Genau. Mehr als Laser ist gerade auch nicht mehr drin. Meine Kanone ist leer. Na, natürlich. Sie macht dann wieder den Drehspieß. Oh ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Ich habe gerade auf meine Waffenenergie geachtet. Huch. Weg. So weit lebt jetzt die Python noch irgendwo? Ich vermute mal fast nicht. Keine Ahnung. Die war gerade relativ weit entfernt. Da wäre doch noch 100% Python, aber mehr sehe ich gerade nicht. Nee, eine 100% Python ist ja auch doof. Was ist daneben? Noch eine Viper MK4. Da ist noch was Drittes. Das war die Pipe. Wir können. Das war die Viper. Noch eine Viper. Zwei Viper? Wir können sonst auch einfach zum. Also entweder wir schießen auf die Viper oder wir fliegen nochmal zum Militärschlag zurück. Wir sind im Militärschlag. Du meinst zu irgendeiner Station, oder? Nee, ich meine zu dem Punkt. Ach so. Weil wir davon 4 Kilometer entfernt sind. Ich habe hier auch noch eine Esp-Scout. Wie sieht's da aus? Ach ja, das ist ja, ja fertig. So halt. So halt, ja. Wie sieht's aus? So halt. Und bumm. Gerammt. Hui. Die ist aber schön explodiert. Ja, die hat mir nochmal so einen schönen Schub nach vorne gegeben. Ja. Was haben wir da? Ah, Esp Explorer, aber der ist voll. Oh, eine Python, naja. Die wird aber gerade schon beschossen. Ja, ich schieß mal mit drauf. Die leidet gerade ziemlich, wie es aussieht. Oder? Ich weiß nicht, die hier hat noch 30%. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, dann. Ach, jetzt habe ich sie entdeckt. Und auf welche hast du gerade geschossen? Es war keine Python, es war eine Viper. Ach so. Habe ich Viper gesagt? Ich habe doch Python gesagt, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. In meinem Kopf habe ich Viper. Vielleicht habe ich auch Viper gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch selber nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß auch nicht mal, was ich sage, wenn es gerade aus meinem Mund kommt. Ein klassischer Politiker. Was genau. Was interessiert mich heute, das Geschwätz von gestern? Oder mein Geschwätz von gestern? Wobei, das wäre eigentlich die Reinform davon. Was interessiert mich mein Geschwätz von vor 25 Sekunden? Was interessiert mich mein aktuelles Geschwätz? Ja. Wir könnten auch theoretisch mal wieder zurückfliegen, weil die Folge ist jetzt bei. Also geht noch theoretisch 13 Sekunden, aber ich habe eh keine Munition mehr und wir könnten mal das Zeug abgeben, sicherheitshalber. Wie viel hast du? Ups. Ich habe 280. Wollen wir vielleicht noch 2 killen? Ja, okay. Ich würde sagen 2 und dann machen wir Schluss. Na, ist das irgendein Waldschatt, die da rumtödelt? Irgendwas beschießt mich hier von hinten schon wieder.
Es ist... Ah, die Viper, da hat mich gerade durchschossen. Eine Vulture. Naja, dann gehen wir eben zuerst mal auf die Viper. Huch. Oh, sie fliegt auf uns zu. Da. Wenn ich noch Munition hätte, würde es schneller gehen. Vorausgesetzt, dass sie würde treffen. Ich weiß nicht, man kann es sich nicht immer aussuchen. Das mit dem Treffen klappt auch eher selten. Das kann man sich auch nicht immer aussuchen. Was ich schon alles an Kanonenkugeln in den Weltraum geschleudert habe. Vor allem unnütz in den Weltraum geschleudert. Ja, nee, nützlich ja sowieso nicht. Was beschießt dich da gerade? Ich weiß nicht, aber wir haben uns gerade schon wieder gegenseitig gerammt. Also ich mache das nicht absichtlich. Nein. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Oh, ich sehe gerade, meine Schilde sind... Deswegen habe ich gerade gefragt, was du denn da so machst oder was dich da so beschießt. Ich hau mal eben gerade kurz ein paar Gegenmaßnahmen raus. Und zwei Schildzellenbanken. Also ich würde sagen, wir nehmen mal eben auch die Waldschwäche auseinander. Die wird gerade von 5 Leuten mindestens beschossen. Ja. Und sie macht auch gerade den Döner-Drehspieß. Na, komm schon. Beschießt mich Peng. Von hinten, was soll das? Jetzt explodiert endlich. Na also, geht doch. Warte mal, wer beschießt mich da? Ah, oh, so ein dämliches Esslaut. Wir müssen jetzt auch noch platt machen, leider. Ja, okay. Die hat mich gerade beschossen, das geht nicht. Das können wir nicht ungesühnt lassen. Das wird es auch nicht, wie es aussieht. Du hast mich einmal beschossen, jetzt musst du sterben. Ja, logisch. So, jetzt aber, schnell raus so. Hier. So ist es. Du hast einfach mal direkt den Frameshift-Antrieb aktiviert, ohne zu wissen, wohin? Ja, erstmal um hier rauszuspringen. Na gut. Na komm. War jetzt so meine Überlegung. Lass mich. Ich sollte auch den richtigen Knopf treffen. Ja, das ist schwierig. Hust. Die Tastatur hat so viele Knöpfe, da ist es schwierig, den richtigen zu treffen. Ja. Vor allem, wenn man so zielgerichtet auf den Nummernblock auf die 7 anstatt auf die 8 haut. Und sich fragt, warum nichts passiert. Nanomam, da fliegen wir jetzt einfach mal zurück. Ja. Achso, ist das vielleicht sogar da unten irgendwo noch? Ne, wahrscheinlich nicht. Galaktische Karte. Das ist zu weit entfernt, ja. Zumindest bei mir. Das wird ja da nur angezeigt, wenn du mit einem Sprung dahin kommst. Steam. Warum blendet sich jetzt dieses blöde Steam? Dingens ein. Hast du Shift gedrückt? Ja, aber nur Shift. Ja, das passiert halt dann. Manchmal. Den Bug habe ich auch oft genug. Ich weiß nicht warum, aber... Sehr schön. Steam halt. Huch, ich glaube, ich nehme jetzt eine andere Route als vorhin. Naja. Ich blicke jetzt nach Tollan. Klingt toll. Total. Super toll. Das ist irgendwie lustig. Aus dem Kampfbereich oder aus dem Militärschlag da fliegt man schneller ins Hauptquartier als bei manchen anderen Combat Zones oder Konfliktzonen da zum nächsten System. Oh ja. Aber es dauert ein bisschen, bis man wieder da angekommen ist dann, weil man ja wieder die 700 Lichtsekunden zurücklegen muss. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass die Ladezeit heute echt gut ist. Naja, echt gut würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mal sagen, ganz normal halt. Naja, also wenn man denkt, dass wir sonst schon oft genug hier hatten. Oder ist ganz normal schon bei dir extrem gut? Ja, wahrscheinlich. Hab gefälligst mal Ansprüche. Ich habe da schon kein Gefühl mehr für. Das ist kein Bug, das ist ein Feature.
zu welcher Station fliegen wir? Ich habe jetzt einfach mal die nächste genommen, das wäre Hahn Gateway. Okay. Ist ja eigentlich auch gerade egal. Ich glaube, es ist egal, ja. Außer, dass in der anderen jetzt unsere Cobra steht. Ah, dann sollte man vielleicht doch die andere nehmen, warte mal. Weißt du es jetzt bald? Ja, komm, hier, Greasy Dog. Ah, sie sind eh die beiden direkt nebeneinander, ja, glaube ich. Ja, eben. Die Flugrichtung ist die gleiche. Wie weit bist du davon entfernt? 397 Lichtsekunden. 396 Lichtsekunden. Gut. Du bist näher dran. Ja, richtig. Hast du das Geschwadersignal aktiviert? Ja, habe ich gerade angemacht. Gut. 44 Lichtsekunden habe ich jetzt. Oh ja, ich habe noch 360. Und vielleicht komme ich heute auch noch irgendwann an. Bist du schon raus? Achso, nee. Nee. 7, 6, 5. Ah, ein bisschen ist noch. Ich flieg wahrscheinlich vorbei, wenn du nicht rechtzeitig rausspringst. Jop. Nur weil ich das Geschwadersignal anmache, heißt das nicht, dass du dann maximal beschleunigen sollst, ne? Hab ich auch nicht. Ich habe eigentlich gebremst, aber leider ein wenig zu spät. Sehr gut. Wedding Barge. Ich weiß nicht, ob ich die Hochzeit überstehe. Lokaler Chat. Ja, jetzt ist auch. Ja, so eine Hochzeit ist schon gefährlich. Ja, man könnte auf dem Reis ausrutschen. Dann fürchterlich auf die Fresse legen. Genau. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen dadurch wohl schon ums Leben gekommen sind. Sag mal, bist du auch vorbeigeflogen? Nein. Warum bin ich dann nur viel zu langsam an die Station ran? Warum bin ich dann fast direkt hinter dir? Wollte ich gerade fragen, aber dann hast du mir schon die Antwort gegeben. Ja. Ich war jetzt noch. Man bremst zu zaghaft oder man bremst viel zu spät, also viel zu spät. Ich war jetzt noch 4,9 Lichtsekunden, Megameter entfernt, als ich rausgezogen wurde. Hat sich gelohnt. Ja, total. Ach. Und jetzt bin ich natürlich 20 Kilometer von der blöden Station entfernt. Das macht natürlich Sinn. Wäre ich die 3 Megameter noch so geflogen, dann wäre ich schon längst da. Ja. Du hast es auf den Punkt gebracht. Jetzt boost ich halt dahin. Ich meine, du kannst ja nochmal versuchen zu springen. Ja, genau für 12 Kilometer, ich glaub's auch. Achso, ja gut, wenn es jetzt nur noch 12 sind, ist es okay. So, Landeplatz 42. Wie könnte es anders sein? So. Hier, Ding ins Landeerlaubnis. Bin ich blöd? Bin ich. Oh, halbwegs ordentlich gedockt. Nein. Was ist denn hier los? Das glaube ich dir nicht. Na, das glaube ich mir auch nicht. So. Gültige Bescheinigung einlösen. 321 Verdienste haben wir jetzt. Ich hatte noch 11 Verdienste. Ich hatte noch 8. Und 31.000 Quellen. Landeplatz 34 da hinten. Oh, das ist ein schöner Anflugwinkel. Das ist ziemlich der letzte Landeplatz ganz hinten. Ja, ich sehe es. Also ich sehe den Platz. Ich schaue dir gerade gespannt beim Andocken zu. Hey, das war gar nicht so schlecht. Ja, das sah ein bisschen komisch aus, aber gut. Ich würde sagen, wir sind ja fertig für heute. Moment. Nein, ich will gerade noch schnell das Gedöns einlösen, bevor ich sie wieder vergesse oder so. Dann das wäre schlecht. Dann wär's nämlich weg nächste Woche. Macht Kontakt? Nein, wo war's? Da, doch, gültige Bescheinigung einlösen. Sehr schön. Jetzt habe ich 317 Verdienste. Schön. Gut, dann war's das jetzt aber für heute nach nur 30 Minuten und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.